3, 2, 1. CUH Overlord mit einem wunderschönen, hoffentlich wunderschönen Spiel auf Saint-Hilaire. Ein Teamgame 2-on-2, Hostertaube, Big Boon gegen Quanky, Level 1. Ein wunderbarer Smurf, wahrscheinlich. Und Fletcher Snuff. Okay. Auf jeden Fall haben die beiden uns zum Spiel gedrängelt, sage ich mal. Also da lief der Countdown schon, da waren wir noch nicht mal richtig fertig mit der Fraktionswahl. Da lief der Countdown schon runter, da waren wir noch nicht mal im Spiel drin. Ja? Sozusagen. Ist ja bekanntlich immer so, aber... Ja. Also ich meine jetzt noch nicht mal in der Lobby. Doppel ja? Wehrmacht, Doppel Ami, das kann interessant sein. Das ist der Klassiker von 2006. Genau, der Klassiker von 2006. Ja. Wird interessant. Hoffentlich, wenn der mal fertig wird mit Laden und wenn ich dann so die Verbindung sehe, dann graut's mir etwas im Zuge der Spielgeschwindigkeit. Das wird schon krass. Es ein Leck-Desaster, wenn die ersten Granaten vom Himmel regnen? Ja, da sind das keine Granaten mehr, da haben wir da schon Schneeflocken. Ja. Aber Schneeflocken kommen ja sowieso im nächsten Jahr. Wissen wir ja alle, Company of Heroes 2 wurde angekündigt. Und genau. Ja, schöne Überleitung. Ja, wir wissen doch nicht die Regeln. Das wird uns jetzt wahrscheinlich gleich wieder überraschen, ob wir ja hohe oder niedrige Ressourcen haben. Oder Siegpunkte. Oder auch mal keine. Für uns wären natürlich Siegpunkte von Vorteil. Ich denke mal keine. So, aha, keine. Wie kommt das nur? Ja, zufällig zweimal Wehrmachtspieler. Die wollen doch nicht etwa so einen Vorteil für sich erschummeln. Nein, das machen die eigentlich nie. Die sind eigentlich... So, ich baue jetzt mal noch den zweiten Pio hier. Oder nee, mache ich nicht. Der zweite Pio war eigentlich die Wahl. Die wir immer wieder gesagt kriegen, aber die Macht der Gewohnheit ist meistens stärker als wir selbst. Na okay, du kannst mir ja viele Gebiete mit erobern. Ich gehe oben gleich an die Front und du eroberst so die Zwischengebiete. Ah, das ist gut, da muss ich nicht also so Also lass machen. Die ganz unten weg und stürm so nach oben hier so über den Weg so da. Dann machst du hier und dann bist du hier so. Und dann hier so und dann ja, genau. Und dann irgendwann hier. Ja, aber zu viel des Spaß ist auch nicht. Zu viel, das ist dann nicht so gut, ne? Ja. Sollte man nicht meinen. So, jetzt ja der zweite Pio. Erstaunlich spät, weil ich mich dann doch irgendwann mal entschieden habe. Am besten auch einen Schützen direkt zu mir hoch. Das würde mir viel helfen. Zu dir hoch? Ja, direkt den Schützen dort hochlatschen lassen und vielleicht hier auf den Punkt gehen. Hat er das überhaupt verdient, dass er so weit hochlatschen darf? Und nicht bei mir? Ja, dann habe ich ja gar keine Kampfkraft mehr bei mir unten. Ja, die brauchst du ja nicht. Wir lassen die Mitte einfach fallen. Die Mitte ist hier sowieso ein ganz guter Punkt, allerdings oft überbewertet. Denn, ich sag mal so, wer die Kontrolle hier oben über den gesamten Industriebereich verliert, der kriegt die fast nie wieder. Denn da legt man eine Mine auf die Straße, schon kommt man mit Infanteristen nicht mehr richtig durch. Wird immer wieder festgenagelt, jedes Mal. Und dann wieder. Also kurzum, ein strategisch wirklich wichtiger Bereich, oft unterschätzt, trotz der vielen Ressourcen hier. Man denkt sich, plus 5, was will ich dort? Das will man halt dort. Hier oben, da ist wahrscheinlich die Masse der Punkte und da sollte man also hingehen. Laut Big Boons Theorie. The Big Boon Theory. Ja. Klappt manchmal auch. So. Sniper kommt gleich als nächstes. Gehst wo hier auf Kollege Anders? Ach ja, du gehst da hoch. Da bietet sich natürlich das zweite Gebäude im Prinzip an. Ja, wichtig. Mit dem Haus hier das zu erobern, das erleichtert einen die Kontrolle über die beiden Punkte. Aber ich sehe... Ja, da aha, Feindkontakt, MG. Ich wiederhole, MG 42. Dieses MG möchte sich jetzt in dieses Haus positionieren. Nein, es geht ins andere Haus. Na gut, dann kann ich wieder rausgehen aus dem Haus. Und was haben wir hier? Hier haben wir schon das MG 42, das sich hier bereits die Mitte gesichert hat. Und das sieht dann natürlich schlecht aus. Ja, der erste von denen zieht sich schon zurück. Was interessant ist, das MG der Deutschen wurde geschwächt. Quatsch, wurde es nicht. Ist günstiger, so rum. Ach ja, dann ist es aber hier gestärkt. Und jetzt passiert, ja, gestärkt. Da hat 2 MGs, da kommt unser Sniper gelegen. Vielleicht deckst du hier unten so ein bisschen ab. Hier so. Mit einem Trupp. Also nicht dort, wo ich hingezeigt habe, gerade so, dass du nicht festgenagelt wird. Dort an den Sandsäcken. Dass ihm der Kumpel nicht so schnell zur Verstärkung kommt. Und dann vielleicht mit dem
Druck, den du gerade aufgefrischt hast, hier unten die Gebiete erobern. Und den hier natürlich attackieren aus dem Haus raus. So, genug gequatscht. Jetzt geht's. Was hat der dort? Dort schon wieder ein MG? MG, MG, immer nur MGs. Ja, wenn ich das schon mal... Ich kann deinen Sniper ein bisschen securen, indem ich mich hier hinterm Haus halte. Ah, das war zu viel, aber nee. Nee, er ist im ersten Haus, ist er raus. Du kämpfst dort unten auch gut, da kannst du dir ja noch einen Schützen hinziehen. Ja, da werde ich mal noch einen Schützen ranholen. Und mit dem Schützen da oben hierher. So. Oh, so weit? Ist der raus? Der ist doch noch drin, wie soll ich denn da hinkommen? Naja, der nächste ja so, draußen ist es, los geht's. Auf geht's! Ja, jetzt müssen wir mal laufen, die Kollegen. Die Frage ist bloß, hat er da hinten auch schon was? Ich glaube nicht, weil so weit hinten oder kaum denkt. Auf jeden Fall hat er wahrscheinlich seine MGs zurückgezogen. Ich kann jetzt hier ohne große Probleme die obere Halle nehmen. Warum die obere? Ja, die obere gibt dem Gegner nur zwei Angriffsmöglichkeiten. Von hier vorne über den Weg oder von hier unten. Beides ist gut gedeckt. So, wenn man die große nehmen, kann der von überall angreifen. Nein. Das ist aber jetzt nicht schön. Das ist aber jetzt fresh. Da zieht jetzt das so Richtung Hohen vielleicht. Ja, wenn er sich jetzt hier die Halle... Ich muss hier zurück. Kannst du die Halle nicht, dass sie sich... Oh, die haben einen Sniper. Aha. Dort. Gut, günstig, suboptimal. Oh. Mist. Dann zieh mal deinen Trupp vom Norden runter. Wir brauchen jetzt alles an Kampfkraft. Oh nein. Ich hab seinen Sniper nicht erwischt und mein zweiter stirbt auch gerade. Wo sind deine Infanteristen, Frau? Ja, die sind doch hier beim Haus. Da brauchen wir doch keinen zwei Mann, bitte. Du hast gesagt, ich soll da zwei drum ranziehen. Ja, aber die sollen doch nicht die ganze Zeit rumstehen. Ja, die machen ja nicht. Sie haben ja hier gecaptured und der andere hat secured. So, der Trupp im Norden, der holt sich jetzt den Sniper, der hier war. So, ich gehe ins Haus rein. Nein, Moment. Nicht ins Haus. Die haben MG und Sniper. Oh Mann, die haben ja tatsächlich einen MG besiegt. Und glaube ich fast einen Sniper. Und jetzt greifen wir mal ein bisschen nach vorne an. Oder holen einen Jeep ran. Ja, wie soll ich denn das machen mit dem MG? Du musst den irgendwie wegsnipern, aber dann kommt der Counter-Sniper. Ja, das Problem ist, die haben auch einen Sniper. Also, vielleicht rennst du einfach mal rein. Und vielleicht machen die... Oder du gehst über Norden. Über Norden? Zwei Truppen da oben um die Häuser rum, dass dich das MG nicht festnagelt. Sorgst dafür, dass der Sniper auf uns guckt. Oh, zwei MGs. Unterstützungseinheiten, Veteranenlevel. Wo kommt denn das MG? Na, und jetzt? Na, das wusste ich nicht. Ja, wir müssen uns trotzdem irgendwas mit diesem Sniper da überlegen. Festgefahren. Oh, da ist er, da ist er. Der steht genau hier. Kannst du da mal einen Trupp reinschicken? Genau dort ist er. Ja, toll, dann ist er wieder weg. Lass den Trupp laufen, mach einfach. Ich vertraue dir, behalte deinen Sniper in Position. Oh. Komm, kriecht weiter, Leute. Da ist er, los, schieß, schieß. Jawohl, zurück. Oh, nee. Aber die haben keinen Sniper mehr. Ja, wir auch nicht. Doch, wir haben noch einen. Toll. Ja. Das Spiel läuft auch mal wieder nicht nach Plan. Wie gesagt, wir müssen erstmal reinkommen. Die machen fast nur MGs. Vielleicht baust du auch die Unterstützungseinheiten. Ich? Ja. Ich bin auf Schützen. Jetzt gehe ich aufs dritte Gebäude. Die Fahrbereitschaft. Und jetzt mache ich, was ich eigentlich schon hätte eher machen müssen. Nichts. Gut, dass du ins Haus gegangen bist. Schöne Wahl. Ich werde mit dich unterstützen. Ich mache einfach mal eine Luftaufklärung drüber. Die Luftaufklärung zeigt uns ja eigentlich auch den Sniper. Und das, so können wir in Zukunft auch die Sniper locker bekämpfen. Von unten kommen jetzt ganz viele Massen an Truppen. Da müssen wir noch das andere Haus besetzen. Jetzt wird es echt schwer an der Stelle. Schon wieder schwer. Ja, und das große Haus. Und da müssen wir jetzt aufpassen. War doch schon im letzten Spiel schwer. Muss doch nicht immer schwer werden, oder? Soll ja Leute geben, die freuen sich. Ah, jetzt kommt hier der Flammenwerfer. Der Flammenwerfer. Zwei. Ich krieg nicht, weil die mich jeden Moment aufwecken können. Die rösten mich jetzt. Ja, dann geh raus und mach die irgendwie. Geht das? Was kommt denn hier alles? Ja. Verdammt. Ach Mensch. Mist, wir brauchen unbedingt Unterstützung hier. Kannst du ja, ne, so schnell geht's nicht. Ach Mann, jetzt ist mein Sniper jetzt auch weg. Ich hab auch verloren, ja meine Güte.
Sniper ready for order. Ja, so ein Veteran Level 2, hallo, der sollte eigentlich auch bloß capturen, der Kollege. Kollege Pionier. Also so läuft das gerade überhaupt nicht gut, was wir hier machen. Was ist hier los? Wieso hat der Flammenwehr? Das kann doch komm, nicht sein. Komm, hoch, Sturm hoch, schnapp dir das obere Haus, hol dir den Sniper. Sniper, offensiv einfach vor. Alter. An dem... Ja, los, den Sniper holst du dir. Nee, den hol ich mir nicht. Warum wie soll nicht? Ich den, na, wie soll ich mir den holen? Der retreatet. Ja, im Retreat. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt einen Sniper. Also bauen die da noch einen MG rein? Ich wäre verrückt. Da geh hinter den Wall, hol dir vielleicht auch mal einen Mörser oder holen den nicht, ich weiß nicht. Was machst du denn eigentlich gerade? Ich mach wenig, weil ich ziemlich viel oben zu kämpfen hatte, rein micromäßig, war ich dann auch recht daneben. Achtung, die gehen jetzt wieder in MG zurück. Ach, und Hammer auch nicht bekommen. Paradrop reserves are now available. Bird dog, you have your smoke. Ach, dieses MG, dieses Veteranen-MG, das nervt. Jetzt kommt schon wieder das nächste. Hallo. Das holen wir uns jetzt. Wir sind gerade voll am Angriff. Ich bin gerade voll am Losen. Ich habe nichts mehr. Nichts. Ach, das sieht nicht so gut aus. Kriegst du den Flammenwerfer besiegt, bevor nein, der kriegt mich besiegt. Ja, aber nein, nicht ja. Dann also, gucken hoch. Also, doch was? Den Jeep zum Beispiel oder ne, ja, den M8. Macht. So ein Mist, ich lass mich doch hier nicht von dem. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, das ist nicht aufgegangen da vorne, da waren wir zu. Wir hätten da mehr durchgemusst. Ja, wir brauchen jetzt erstmal mehr Infanterie. Ja, die ist draufgegangen. Du weißt ganz genau, dass ich mit Infanterie nicht sonderlich gut agieren kann. Ja, allerdings kannst du mit Unterstützungseinheiten auch nicht gut agieren. Ah ja. Kann halt nicht alles können. Komm hinterher. Oh. War das Täuschung? Nee, das war keine Täuschung. Gibt's ja gar nicht. So, jetzt holen wir uns schnell die Gebiete zurück. Geh wieder auf Panzerkompanie, wenn du nichts dagegen hast. Nee, mach's ja da, ich weiß es nicht. Ich hab jetzt schon das Panzerdepot gebaut. Nee, Quatsch, ich hab ja Airborne-Doktrin, also kannst du es ruhig machen. Nee, geh auf Infanterie-Doktrin, wir brauchen mehr Infanterie. Zu spät. Pumpen und vor damit, hier Gebiet erobern, das können nicht meine Sniper, also könnt's schon, das mach ich auch dort oben, aber das ist ziemlich schlecht. Den Pio da auch hinterher. Aber ist gut, dass du mit deinem M8 jetzt Gebiet erobern kannst. Deswegen habe ich das ja gewählt. Achtung, deine Macht ist gleich tot. Weg schon da, wieder. Weg da. Hä? Ach, was ist denn da los? Ja, das ist jetzt nicht so gut. Ja, kannst du die nicht irgendwie attackieren vielleicht? Meine Macht ist gleich tot. Hast ja, vielleicht doch irgendwie was probieren? Ja, ich komme mit meinen Schützen. Hier, so Schütze ins Haus. Jetzt also dann konzentrieren wir uns auf diesen Unterstützung. Das wird echt nichts. Ich wollte ja meinen Trupp Retreat, Retreat, 5-mal klicken, dann klappt's auch. Nee, das wird nichts, das wird nichts. Kann doch nicht sein, wieso sterben die nicht? Die müssen doch schon längst umkehren. Ah, ich weiß auch nicht, die müssen, also. Arti, Arti, Achtung, Sniper weg. Ach, komplett. Der Motorschaden M8 noch schön von der Arti getroffen. So, da kommt jetzt mein Sherman. Ist das ein Traum? So, jetzt müssen wir hier. Ich frage mal ungern, wie es jetzt aussieht. Echt? Ziemlich mau im Moment. Wobei die kaum noch Truppen haben, müssen wir auch sehr sagen. Ja, dann hast du noch irgendeinen Schützen? Ja, ohne Schützen, das sind meine ganzen Sniper völlig sinnlos. Wir brauchen wenigstens einen Schützendruck, der für die das Kanonenfutter spielt, sag ich mal. Das kann nicht gut, Kanonenfutter. Ja, aber du musst die wenigstens halten, weil es sonst nichts bringt, denn meine Sniper, die sind verloren, wenn die nicht irgendeine Unterstützungseinheit haben. Also wenn die nicht irgendwie hier
Infanteristen haben. Ich werfe schon verzweifelt Granaten und plündere all meine Ressourcen. Also langsam mal irgendwie einen Trupp hierher schicken und da müssen wir nicht den Punkt hier erobern, sondern da brauchen wir den hier oben, weil sonst geht ein Sniper drauf. Ja, gut. Und pumpen. Ich dachte, Munition wäre auch ganz nett. Na, dann holst du den später, aber meine Sniper sind völlig überflüssig, wenn da kein... Ja, aber später haben wir verloren. Das war jetzt hier gerade eine... Na, später haben wir verloren. Wenn die meines beiden Sniper töten, habe ich auch verloren. Die ja gerade so aufgedeckt rumlaufen. Ah, na dann, ich komme jetzt. Kein Vorzeigeexemplar. Allerdings habe ich gerade einen Kontersniper landen können, übers Haus hier. Denn meine Sniper habe ich im glücklichsten Moment gerade bewegt. Und jetzt bringen wir Ruhe in das Spiel. Ich bin mich auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ja, das ist immer so schlimm, ja, wenn man immer so... So, ich gehe jetzt mit meinen Tank und ja, so weiter. Ja, fang mit deinen Infanteristen mal vor. Ich wollte eigentlich hier capturen. Ja, greif dir mal an die Basis an. In der Basis? Aber warte, ich guck erstmal, was die dort haben und dann komme ich. Das wäre sehr gelegen. Das erste ist, dass wir den RMG-Stellung zerstören müssen, die hier hinten ist. Das heißt, wir bauen uns hier in etwa auf und starten von dort den Basisangriff. Wie schaut's aus mit Panzerabwehr? Kommt bei mir jeden Moment. Ich kann die landen lassen. Hervorragend. Aufklärung, die können auch schon Panzer bauen. Von da unten kommt sogar einer. Oh, ja. Auf deinen Sniper aus. Komm, hol dir den da unten. Schick die Schützen mit dran. Wie soll ich denn, was bringen die Schützen mir? Die haben keine Dings. Haftladungen. Bleib dran, dann schick die Schützen bleib mit dran, vor. Ja, ich verliere so einen Sniper und an die Panzerwaffe, wenn du nicht dran bleibst. Wohlgemerkt. Also ja, ich verliere jetzt meinen Truppen Panzer, vor. Das tut mir leid. Aber na, beweg doch deine Schützen vor. Ja, die bringen aber jetzt auch na, nicht klar, mehr. Na klar, die dienen ja nur als Dämpfer. Was rennst du mit deinen Snipern direkt rein? Hallo? Na, weil meine Sniper die Gegner besiegen können. Sniper. Ja, das würde nicht passieren, wenn da die Schützen mal wären. Die Schützen, die sterben weg, das siehst du doch selber, was sollen die in die MP5 reinrennen? Naja, den anderen Schützentrupp noch hinterher, der da... Die sterben da wie Kanonenfutter, das ist nichts. Guck mal, wie die gestorben sind. Ja, es geht ja, es geht... Die Sache ist ja die Schützen müssen vorne stehen und nur halten, dass meine Sniper die dezimieren, aber sobald ich meine Sniper zurückziehen muss, passiert das, was jetzt eben passiert ist. Sonst ja, das bringt aber nichts, wenn die reinrennen bei den MP40-Truppen. Das ist Schwachsinn. Das muss alles auf Distanz geschehen und da muss es, aber da müssen die auch vorne sein. Es geht ja nur darum, dass du die Schützen vorbewegst, sofort wieder irgendwie Schützen vorbringst. Jetzt haben wir nämlich wieder keine Infanterie. Ja, natürlich nicht, weil ich die alle verloren habe, weil ich die nur reingeschickt habe. Ist ja Quatsch, die müssen stationär stehen und auf Entfernung stehen. Das ist jetzt ja richtig schöner Streit. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Schützen vorne stehen, den Gegner abhalten, sodass dann die Sniper den seiner Armee dezimieren. Ja, aber nicht so weit vorne. Na, was heißt so weit vorne wie jetzt? War es ja nicht notwendig. Es ging ja vorher darum, dass die vorher schon dastehen und dezimieren. Was aber nicht geschehen ist, weil du es vergessen hast. Wahrscheinlich. Stand doch da vorne. Meine Sniper standen vorne. Und von denen habe ich einen verloren. Ja, deine Sniper, die waren schon direkt neben. Ja, wir hatten ja gesagt, Basisangriff. Also. Weil du hast doch gesehen, dass sie angegriffen haben. Zum Beispiel hier, was macht deine Pack jetzt gerade? Irgendwie. Weiß nicht. Na, meine Pack macht nicht. Da steht aber ein Buch. Ja, aber die kriege ich eh nicht dorthin bewegt in der Zeit. So, Schützen vor, die da schon wieder schön rumstehen. Das ist ein Trupp, der wird sowieso. Ja, nee. Der muss aber vor. Ich verliere ja auch alle Truppen und schicke die auch einzeln vor, damit wir ja noch halten können. Wir müssen da langsam mal die Kontrolle gewinnen. Das geht nicht, wenn wir sagen, das ist ja nur ein Trupp und der bleibt jetzt einfach hier hinten, weil der da vorne nicht bringt. Dann werden wir jetzt gleich. Hallo. Oh Gott, der ist schon wieder gestorben. Was bringt denn das? Ja, nicht. Ja, das sind wohlgemerkt Futterkreuzträger. Es geht eher darum, die auf Distanz zu halten. Ja, das sag ich doch. An irgendeiner Stelle wie jetzt bräuchten wir die zum Beispiel, um die Pack zu zerstören. Das hat schon Sinn, dass es Schützen gibt für die Armees. Die sind nicht nur Kanonenfutter. Bei mir schon. Ach Mist, auch wieder ein Sniper verloren.
Ja, doch an Level 2 so quasi. Die Sniper, ja, die bringen mir heute gar nichts. Da, na, da müssen wir die Strategie so anpassen, dass du was reißen kannst. Beziehungsweise, dass wir was reißen können. Oh, je. Ab irgendeinem Punkt habe ich nämlich auch nicht mehr. Pass auf, da ist eine Pack. Ja, die muss auch mal besiegt werden. Ja, ja, ging nicht. Die hatten da noch einen Wegpanzer. Da bewegt doch deine Schützen vor. Die stehen immer wieder nur dumm hinten rum. Die müssen vor. So, die Pack ist besiegt. Die haben jetzt übrigens Nebelwerfer, also warte kurz, bevor du vorrennst. Ein Panzer wird gerade vom Nebelwerfer attackiert. Ja, das macht nichts. Das hält viel aus, also langsam müssen wir zum Basisangriff kommen. Bau mehr Schützen, du müsstest Panzerdepot nicht unbedingt bauen. Ja, ja, ich habe aber viel Treibstoff wieder gewählt. Ja, wir brauchen aber Schützen unbedingt. Ach, Mann. Kannst du irgendwas? Ach, kannst du auch nicht. Dann hol mal deine Schützen hinterher und hol oben den Punkt zurück. Dass meine Panzer wenigstens ein bisschen Backup haben. Ja, das ist nochmal Ritterkreuz. Naja, dann nimm noch M8 dran, alles dann da dran. Die sterben doch wie gefliegen, wenn man sich bündelt. Schon sind sie weg und du hast den ersten Veteran-Level in diesem Spiel. Glückwunsch. Also den ersten für deine Schütze. Und mein M8 ist gerade im ersten Moment weg. Blockier mich nicht. Okay, da nochmal auch was weg. Das sind meine Pioniere. So, jetzt holen wir uns die Pack dort hinten. Kannst du nicht reinrennen mit deinem Schützentrupp? Das ist ja nur eine Pack. Du weißt ja nicht, was da noch ist. Ja, du weißt aber auch nicht. Also das ist jetzt auch nicht die Bedrohung. Nein. Ja, ist es nicht. Du hast ja hier massig Schützen. Drei Truppen, ne? Und wenn wir die auf Distanz halten mit den Snipern, kriegt man die da locker besiegen können. Ich geh jetzt in das Haus rein, ich mach nicht bloß mal vor. Und bau das Haus aus. Damit wir hier mal vorne ein bisschen was halten. So, und jetzt wieder vor. Oh, jetzt kommen wir mal ein paar Ritterkreuzträger. Air Support is asking for a target. Confirmed. Airborne ready for action. Airborne reinforcements are on the way. Kannst du meinen Showman lieber reparieren? Wieso? Wenn der Showman repariert ist, können wir durchdrücken. Na gut. Infantry reserves en route. Reinforcement proceeding. Ach, FG, toll. Na Mist. Aber durch meine Macht kommt. Achtung, M8, da oben ist ein Marder. Und die haben Packs und alles. Oh, Alter, was ist denn da alles los? Zwei Packs und ein Marder. Also für Panzer ist das gar nicht geeignet. Na, da greifen wir die irgendwie über den Süden an. Oder über den Norden. Wir fahren mit unseren drei Panzern über den Norden und müssen aber erstmal meine Panzer reparieren. So, die Packs sind weg. Jetzt können wir ausholen. Ah, meine Panzer kriege ich nicht mehr schnell genug repariert. Einer ist fertig, der geht drauf. Schützen drauf, komm jetzt. Pumpt mal. Wobei die haben noch einen geht. Hä, wie schnell kann er sich drehen? Bau mal vorne irgendein Haus aus, das wird uns ja, ich bin dabei. Die haben ja aber echt viele Fliegen, die Gegner. Ritterkreuzträger sind ja nicht gerade günstig. Jetzt geht es halt nur darum, dass wir das hier halten und dann bald mal durchrücken. Ich baue jetzt einen Schirm nach dem anderen und du konzentrierst dich jetzt auf Infanterie. Da haben wir halt unsere Doktrin. Ist schon falsch gewählt, können wir jetzt auch nicht mehr machen.
Oh je, oh je. Der hat jetzt ja echt alles besetzt. Ach. Noch eine Artillerie. So, da werfe ich ja noch seine fette Ladung und ziehe die Schirmes zurück. So, die Pax habe ich zerstört, oder wenigstens die eine. Kannst du deinen Trupp hochziehen, bitte, die Schützen? Ja, die sind doch schon oben. Na, du hast aber noch einen Trupp da hinten drum rumstehen. Und noch einen zweiten. Wenn die jetzt vorgehen, da haben wir hier echt gute Chancen. Ja, der zweite ist gerade rausgekommen. Der Airborne Ranger wäre vielleicht nicht mehr so lange. Stimmt nicht mehr so lange gewesen. Das nagelt denn ja alles fest, das ist ja. Das MG da hinten. Und das kann ich mich auch gleich kümmern. Achtung, dein Schirm, der fährt jetzt eine Art oder. Ja, Moment, der stoppt nicht. Hallo, auch nicht umdrehen, das kann nicht wahr sein. So. Unsere Shermans, was machen die? Wir haben mehr als genug. Also folgendes. Was macht die Infanterie? Schick deinen Infanterietrupp jetzt mal vor. Und wenn wir jetzt hier mit den ganzen Panzern durchpushen, kann es nicht mehr viel passieren. Hä? Ah, Mist. Worin habe ich jetzt meine? Ich habe ja ein MG auf den einen Panzer gesetzt, da ist die Munition schon wieder alle. Nicht die glückliche Wahl. So, ich schätze, die wissen nicht ganz genau, wie viel Panzer wir haben. Und ich denke, wir können jetzt auch mal die Mitte attackieren. In der Mitte ist doch gar nichts. Ja, Ressourcen sind da. Dass wir dort vielleicht einen Schützentrupp hinschicken, der die erobert. Ja, ich bin dabei. Und im Norden schaue ich einfach, dass ich die hier mit meinem Mörser drohen kann. Und die ein bisschen auf Distanz halte. Oh, jetzt kam da gerade irgendein ganz komisches Geräusch. Ja, oh, keine Glanzspiele heute, aber ich denke, dass sie gut trotzdem. Relativ locker sogar. Glanzspiele sind das nicht. Nebelwerfer auf unser Haus. Gut, wenn hier nichts ist, dann kann man hier wirklich durchmachen. Du kannst du irgendwie im Norden was antäuschen. Ja, ich schicke da zwei Schützen hin und dann erst mal schauen, was geht. Oh, 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 jetzt, da kommt mir jetzt auch viel entgegen. Ich starte jetzt einen riesen Panzerangriff in seine Basis. Mach das. Oh, da hat er die Packeise umpositioniert. Jetzt könnte uns auch noch verzweifeln.
Ah, da oben ist eine Tüte. Fuck. Autsch, das kann ich. Das ist in der Hose. Da haben wir also einen Schirm und schon mal verloren. So, jetzt frage ich, wie sieht's bei dir aus? Sind die Truppen bereit, um mal nachzuziehen? Also, falls wir die Entscheidung zu Ende bringen können. Kommt denn da? Das ist dieses Duck-Salve. So, wie sieht es jetzt bei dir aus? Kommt da bald Unterstützung? Ja, ja. Bin dabei. Wir machen meine im Alleingang auch nicht mehr lang. Noch einen Panzer verloren. Warte, ich komme hier mit meiner Infanterie rein. Ja. Pass auf, dass nicht in die Maschinengewehre rennst. Der erste ist draußen. Nach wirklich riesen Strapazen. Ich habe selbst beim Basisangriff nochmal 3 Panzer oder so verloren. Und der nächste ist auch draußen. Das war es jetzt letztendlich. Gottes Willen, das war überhaupt nicht mein Spiel. Das stimmt. Also ich war zwar auch nicht gut, ich habe 2 Sniper verloren, aber ich glaube, das lag hauptsächlich daran, dass die nicht unterstützt wurden. Ja. Oh Gott. Aber letztendlich doch gewonnen. Woran lag es am Ende? Also ich denke, das war jetzt eine ziemlich große Überraschung, dass wir hier durch die Mitte gekommen sind. Wieso? Ja, weil er damit nicht gerechnet hatte. Der hatte nichts dorthin gewandt. Naja, wir hatten ja auch nichts dahin gewandt. Was? Der ist auf das Industriegebiet gegangen, wir sind da drauf gegangen. Na, ich bin doch dann über die Mitte durchgerannt. Ja, aber das habe ich schon die ganze Zeit gemerkt, dass in der Mitte nichts ist, weil ich die Mitte mit einem Trupp erobern konnte. Also nicht die ganze Mitte, sozusagen dort der Mittelpunkt der Map, der Munitionspunkt. Ja, und das war dann, glaube ich, die Phase. Das war dann der Schritt, wo wir auch gewonnen hatten. Was uns in der Mitte des Spiels ziemlich weitergebracht hat. Ich weiß nicht, warum wir immer wieder den ihre Angriffe haben abwehren können. Meine Sniper haben viele von seinen Truppen besiegt, gerade da, der oben im Haus saß. Wir haben auch seine Sniper besiegen können. Wir hatten auch massig Verluste an Snipern und ich hatte kaum Infanterie. Aber ich denke, am Ende waren es vielleicht doch schon irgendwo die Sniper. Und die Panzer. Dann beim Baserand. Ja, natürlich, die Panzer. Ja, der schnelle Panzer war halt dadurch möglich. Aber ich glaube, zu dem Spiel kann man auch nicht so viel sagen. Das war jetzt nicht die Glanzparade. Nee, nicht wirklich. Und das sehen wir an den Punkten von Hostertaube. Ja, ja, die Gegner haben ja nur auch nicht so viele Punkte, ne? Ja, das ist schon irgendwo witzig. Da bist du also genauso gut wie der Durchschnitt von beiden Gegnern und ich bin besser als beide Gegner zusammen. Ja, ich weiß auch nicht. So überragend hast du ja nur auch nicht gespielt, ne? Aber immerhin gut, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ja. Und das war's eigentlich schon. Wie gesagt, vielleicht wird das Video auch noch heute Abend hochgeladen. Vielleicht dann auch nicht. Kann ich nur sagen, am Montag ist eventuell unser Teamspeak wieder offen. Mit dem Sponsor-Team, da hat gerade Probleme. Also vorgestern. Ja. Ja, je nachdem, wann das Video hochgeladen ist, ist es morgen, vorgestern oder vor 14 Tagen, was weiß ich. Auf jeden Fall, ja. Ja, na, egal, was auch immer. Na, du schreibst schon wieder ganz fleißig. Ja, ja, genau. Du scheinst schon wieder was ganz anderes zu machen. Ja, das war's auf jeden Fall von uns. Keine Glanzspiele, nehmt uns aber nicht übel, wir spielen ja live.
Ja, das ist eben immer das Problem. Das immer so viel möglich zu halten. Und gerade wenn wir beide zusammenspielen, da passt oft gerade das Zusammenspiel nicht ganz so gut. Und dann schreit man sich eben auch mal ein bisschen lauter an. Das sollte man eigentlich nicht unbedingt zeigen, aber na gut. Ja, im One-on-One ist dafür anders, da kommentiert nämlich nur Hoster Taube und da ist das Ganze relativ gelassen und ruhig. Genau. So deswegen viel spielen wir eigentlich in der sonstigen letzten Zeit immer nur One-on-Ones. Wir können uns auch nicht so viel Stress ist. Ja. Deswegen können wir uns ja auch nicht irgendwelche Level 14er holen, die wir jetzt hier um 2 gegen 2 attackieren. Das ist nämlich einfach kein eingespieltes Team. Naja, nicht wirklich, nee. Ja, das war's von uns. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mal wieder ein neues Video und ja, kommentiert an alle, die uns noch nicht kennen und abonniert. Das ist wirklich super, wenn man sieht, dass wir in dem Monat zum Beispiel 77 neue Abonnenten bekommen haben. Also, dass sich das scheinbar wirklich rumspricht. Und es macht uns auch wirklich Spaß und das Feedback ist super. Also, macht nur weiter so, das ist echt klasse. Das baut einen auch auf. Ja, sehr. Jetzt machen wir daraus mal einen Schluss, ziehen wir hier einen Schlussstrich und ja, das war's von meiner Seite aus. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Kommentiert und abonniert für mehr. Das hat ja Big Boon gerade gesagt. In diesem Sinne, viel Spaß beim weiteren Ansehen und macht's gut. Ich denke, die nächsten Videos kommen bestimmt. Ja, sicher.